Leute, willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer Panini Premium Box, Leute. Die Panini Don Ross Racing Premium Box Nazca. Also ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, einmal machen wir das Ganze erstmal so. Hier oben steht Hashtag Werbung, weil ich jetzt explizit für den Panini Online-Shop Werbung mache. Deswegen steht da oben Hashtag Werbung. Panini hat mir diese Box kostenlos zur Verfügung gestellt, um dieses Video hier zu präsentieren. Hashtag Werbung. Und deswegen unten in der Videobeschreibung der Online-Shop zu dieser Don Ross Racing-Serie. Also wer sich mit Racing, wer sich für Racing interessiert, ist diese Box definitiv was. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe damals Formel 1 geguckt, aber das hatte jetzt eher nicht so viel mit Formel 1 zu tun. Ich habe mich auch jetzt nicht wirklich informiert, Daska. Also Formel 1 ist das, was ich so mit Racing am Hut hatte. Aber Formel 1 auch nur bis zum Zeitpunkt, bis Michael Schumacher aufgehört hat. Danach war bei mir auch so, ab und zu hat man dann mal ein Rennen geguckt. Monaco ist immer spannend, sage ich mal, weil da viel passiert, viele Unfälle etc. Aber komm, ich öffne die Box einfach mal. Komm, let's go. Weil wir haben da auch eine Autogrammkarte drin oder eine Memo-Karte. Und mal schauen, welche das sein wird. Und ob ich die Fahrer und ja, die Person, die ich jetzt hier kennen werde. Keine Ahnung. Ich öffne die Box einfach mal. Das ist so wieder, keine Ahnung, so wie eine Wundertüte jetzt für mich. So wie eine Wundertüte fühlt es sich gerade für mich an. Was ist das? Hier ist die Memo-Karte drin oder was ist das? Don Ross Racing ist. Was ist denn das für ein Pack hier? Ist das schon die besondere Karte? Ach, das ist schon die besondere Karte oder was? Keine Ahnung. Komm, dann öffne ich erstmal die hier. Ich habe noch nicht gesehen, was ich da gezogen habe. Deswegen lasse ich das hier mal oben liegen. So, schauen wir mal. Also die Qualität der Karten natürlich wieder hochwertiger als FIFA 365, hochwertiger als Matchtex oder so. Das ist halt auch eine Premium-Serie, die halt dementsprechend auch etwas teurer ist. So, wir ziehen hier John Hunter Nemechek. Alles klar, was steht hier hinten noch drauf? Nazca und dann hier noch ein englischer Text. Natürlich, die Premium-Serie sind meistens international, weil sie halt aus Amerika kommen. Michael Arnett. Dann haben wir hier die erste Powerkarte. Richard Petty. Aber keine nummerierte. Ich weiß nicht, gibt es nummerierte Karten in der Serie? Elliot. Dann haben wir hier, zack, Chris Buescher. Und dann noch eine, ja, so eine Online-Code-Karte für Winner Nazca VIP Experience to, halt um ein Dings zu gewinnen, hier so ein, aber ist eh in Amerika sicherlich, ne, also wo ist das, steht eine Adresse drauf, ne, keine Ahnung, doch hier, in Texas, Leute, also wenn ihr ein Rennwochenende in Texas gewinnen wollt, löst diese Online-Code-Funktion ein. So, zweites Päckchen, geht es weiter mit McDowell. Dann haben wir Logano. Also wahrscheinlich spreche ich auch hier jeden Namen falsch aus, aber wie gesagt, Happy, Harvick, Nummer 24, alle Klärchen. Und Ryan Blaney. Ryan Blaney. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, Leute. Kennt ihr euch mit Nazca aus? Nazca? Schreibt es echt gerne mal unten rein in die Kommentare. Das würde mich jetzt mal komplett interessieren. Dimenetto, Race Kings Wallace, dann haben wir Edwards, Clemens, Elliot, Rocketman, TJ Dillon, Almirola und hier wieder, zack, zack, Online-Code. Nochmal für die Texas-Verrückten. Vielleicht macht ihr ja gerade in dieser Zeit Urlaub in Texas. hier ist eine Besonderheit. Hä, was ist das denn? Sind hier zwei drin? Ne, keine Ahnung. Oder was war das? Hä, lol, hier. Was denn? Leute, ich komme gar nicht hier drauf klar. Hier einmal Paddy. Dann haben wir Race Kings von Jarrett. Trux. Stewart. Nemechek. Und hier eine Powerkarte. Eine nummerierte Karte sogar noch am Start hier. Kyle Busch nummeriert, Leute. 299. Jetzt geht's aber ab hier. Und hier noch eine Powerkarte. Die glänzt hier. Von Dale Jarrett. Aber die ist nicht nummeriert.
Nochmal Thompson und hier wieder Online-Code-Gedönse. Letztes Pack, wo, glaube ich, nichts Großes drin ist. Also Memo oder so. Patrick. Danica Patrick. Hier, Ben Masterful. Ich spreche Ben Masterful an, weil ich weiß, dass Ben Masterful dieses Video sehen wird. Safe. Ben Masterful. Steht hier Instagram für Ben Masterful drauf? Nee, leider nicht. Danica Patrick. Dann haben wir Keselowski. Steenhouse Junior. Oh, McDonald's. McDonald's hier, Sponsor. Dawson Wild oder keine Ahnung. Waltrip. Edwards. Larson. Und dann haben wir noch den guten Austin Dillon. Dillon. So, jetzt haben wir zwei Päckchen. Hier weiß ich überhaupt nicht, was da drin ist. Und hier haben wir eine Memo-Karte, glaube ich, drin. Ich öffne erstmal das hier. Weil hier haben wir ja safe eine Memo oder vielleicht Memo-Auto oder keine Ahnung. Waltrip. Labonte. Wann kommt die Karte? Hier nach kommt sie, ne? Ne, danach kommt sie. Jetzt kommt sie. Okay, so rum. Ah, okay, ich mach einfach mal so. Und das ist Casey Kane. Habe ich das richtig ausgesprochen? Casey Kane. Und was ist das jetzt hier für ein Stück? Ist das eine Jacke? Was steht hinten drauf? Okay. Also ein Jackenstück oder so, von seinem Rennanzug wahrscheinlich. Deswegen ist die auch natürlich so dick, man kennt die ja, so die... Sehr, sehr cool. Feier ich. Aber natürlich die Person da drauf... Ich nix wissen, ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung über dieses Thema. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Was ist das hier? Was ist das? Ja, lol. Wieso hat man jetzt hier noch so... drei Powerkarten. Okay, wir haben hier noch den guten Ryan Blaney. Dann haben wir Matt Kenseth oder so. Und dann noch Inhard Jr. Dale Inhard Jr. Drei Powerkarten noch in so einem extra Päckchen drin. Weiß ich nicht wieso. Ob das jetzt in jedem Päckchen ist, weil hier steht ja drauf 6 Päckchen, 8 Dings. Und wir hatten diese 6 Päckchen, alles klar. Leute, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.